30. September 98. An jenem Tag starb der Polizist in mir. In der Nacht wurde Raccoon City ausgelöscht. Schuld waren Umbrellas Biowaffen. Ich hab's rausgeschafft, aber viele andere hatten kein Glück. Später bat man mich, einem geheimen Regierungsprogramm beizutreten. Ich hatte keine Wahl. Das Training, die Missionen brachten mich fast um. Aber sie brachten mich auf andere Gedanken. Wenn ich jene Nacht nur vergessen könnte. Den Schmerz. Nur für einen Moment. Diesmal kann ich was bewirken. Das muss ich. Dann erzähl mal. Was willst du an diesem Ort? So nah am Arsch der Welt. Sagen wir, ich suche jemanden. Muss jemand ziemlich wichtiger sein, ne? Der befiehlt kam von ganz oben. Helft ihm, sagte er. Na, ihr fahrt ja kaum mit mir heraus, um Marshmallows zu rösten. Oder doch? Hat einen seltsamen Humor. Ich verrate dir was. Nur unter uns. Hier verschwinden immer wieder Leute. Das geht jetzt schon eine ganze Weile so. Na dann, sollte das doch Routine für euch sein. Erst letzte Woche gab es wieder eine Suchaktion. Ich kann sicher auf euch zählen. Die Natur ruft. Bin gleich zurück. Der Frio. ¿Te has bebido el bar entero? Brauchst du? Vaya sitio más tétrico. ¡Eh! ¿Hay alguien ahí? Der gleicht sich ganz und seit. Verlaufen? Vielleicht solltest du mal nach ihm sehen? Ich warte hier. Wir wollen schließlich keinen Strafzettel. So viel zu, helft ihm. Ja, und damit erstmal herzlich willkommen zu Resident Evil 4 Remake. Spielen hier ein neues Let's Play und schauen sich das Ganze auch natürlich ein bisschen genauer an. Wir nehmen sich da ein bisschen die Zeit. Wir haben ja schon mal vorab die Demo gespielt, also das fängt da schon mal ein bisschen anders an. Das ist ganz interessant. Oh.
Ja, lecker. Da kann man bestimmt noch einen Braten draus machen. Und natürlich schauen wir uns da nochmal um. Jemand zu Hause? Sieht immer noch aus wie bei Himmels und am Sofa. Primitiver Talisman, das Urteil naht. Gut, den Quatsch wollte ich auch nicht einstecken. Da brauchen wir ja den Schlüssel. Sorry, dass ich so reinplatze. Busca un policía. Vino aquí. Das sieht richtig hübsch aus. Das gefällt mir nicht. Oder? Das wollte ich gar nicht. So. Polizeimagel, nationales Polizeikorps. Mario Fernandez Castano, Polizeibeamte. Gucken wir mal, was es hier noch so gibt. Da ist immer noch das arme kleine Häschen. Und eine sehr gut aussehende Suppe. Boah, wie das riecht. Allerdings, der Geruch scheut ein bisschen ab. So, Schlüssel haben wir ja. Hey! Contesta, necesito apoyo! Ich höre Sie. Wie ist Ihr Status? Was ist hier los? Der sieht nicht mehr ganz lebendig aus. Waffe ziehen, schießen. Was war das?
Nicht dein Ernst. Shit. Langsam ist es nicht mehr witzig. Moment, kann man das zerstören oder so? Da kann ich nur abwehren. So, ganz normal drücken, alles klar. Halt, bin falsch gelaufen. Grünes Ground, ich würde da nicht eher Munition. Basis. Hier ist Condor One. Hannigan hier, wie geht's voran? Die Präsidententochter, Baby Eagle. Sie könnte in diesem Dorf sein. Wie wir vermutet hatten. Gut gemacht. Brauche die Route zu einem See hier. Vielleicht ist sie dort. Verstanden. Ich setz mich sofort dran. Beeil dich. Mit den Leuten hier stimmt was nicht. Meine Begleiter sind... Was ist los? Melde mich. Ich find selbst raus. Ja, wenigstens hat er noch einen coolen Spruch auf die Lippen. Wir sehen uns wieder. Dann geh mir mal zum See. Plus Kohle. Ich höre auf jeden Fall jemanden. Schießwürfe, okay. Die Menükoffer anpassen, wurde ein Talisman hinzugefügt. Okay, da haben wir ein Talisman irgendwie, oder? Wo kommen die da her? Interessant. Nehmen wir das doch mal mit, wenn wir das schon sonst kriegen. Kann man die auch drehen oder so? Ja. Auf anpassen. Pistolenmunition. 30%. Häufig hier Herstellungsbonus, okay. Stellt 15% mehr her. Mhm. Die Fundrate für Geld steigt. Stone-Munition steigt. Wir wechseln den Kopf auf Gold.
Den Dimmer mal anbringen. Und mir... Halt, Moment, bevor wir speichern. Wir wollen ja... Ja, ist ja klar. Und es war sogar schon drauf. Das ist sehr schön. Aber das da kommt dahin. So, jetzt speichern wir mal. Schwupp. So. Ich krieg die Waffen, weil ich die Deluxe-Version habe. Ah, bin mir noch nicht so ganz sicher. Knallen wir auch mal ab. Da gucken wir mal noch. Ist die eine Stärke? Findet man das raus? Untersuchen. Angriffsstärke 1,10. Okay, was hat die? 1,0. Da ist natürlich sinnvoll, die leer zu schießen. Na, wo ist denn der Geisterreiter? Hoppala. Hey, warte mal, ich habe noch Probleme mit der Steuerung. Ist er tot? Was ist ein anderer? Der ist hinter mir. So, linke Nummer. Und in die Klappe rein. Na? Ich hab doch. Der macht's nicht. Eieieiei. Gib mir zur Ruhe. Ich kann meine Steuerung noch nicht so ganz klar hinschießen. Oh Mann, was soll denn der Quatsch? Bin ich ein Bär? Verflucht. Bin ich schon in der Demo reingefallen? Warte mal. Ich habe noch gesehen, der ist doch noch, oder? Na, wie geht's dazu? Ein rotes Kraut und eine Blendgranate. Da können wir doch gleich mal was mischen. Schau mal. Da haben wir auch noch irgendwas. Okay. Ich spiele ein bisschen Marshmallow. Du warst aber in der Demo nicht da, oder? Noch wer?
Hey! Das zählt doch nicht! Schweinerei! Ich beschwöre mich! Schreibt es auf die Rechnung! Jetzt hab ich auf die Kugel geschossen. Was, der lebt noch? Wow. Da kann man jetzt nicht mehr werden. Das so gut ist, die Pesidos. Ja, viel gerade. Ist die schon wieder da? Der doch auf mich gewartet. Ich bin noch nicht so weit für dich. Die Augen, das ist der Wahnsinn. Was du bist. Ich wusste es. Ich will doch da bloß durch. Das ist der Wahnsinn. Was ist denn da los, Alter? Nein, das war die falsche Waffe. Ach, ist das ein Kack. Was levelt denn jetzt da so rum? Jetzt hat er die Waffen gewechselt. Geh weg, ihr stinkt alle. Okay. Ich wollte auch. Oh, ich nehme jetzt der Kettensägenmeister. Geh weg! Geh hinaus! Vermutlich nicht. Mein Glückstag. Ehrlich? Wollt ihr mich verarschen? Ich verarsche dich laufend. Oh, geil. La campana.
wie friedlich sie jetzt sind. Man muss bloß aber kennen. Hey, du hast deine Mistgabel vergessen. Und so ein, zwei Freunde. Wo wollen die hin? Zum Bingo? Und der wird noch gegrillt. Ja, jetzt können wir sie auf jeden Fall mal umschauen. Komm, Condor One. Es gibt eine Route zum See. Such nach einer großen Windmühle, dann nimm den Weg auf der Rückseite. Windmühle. Verstanden. Sei vorsichtig. Ende. Ja, aber bevor wir das machen. Geht nicht auf. Und deswegen schauen wir uns erstmal auch da um. Also die Waffe soll man auf jeden Fall benutzen oder behalten, wie auch immer. Wo müssen wir überhaupt hin? Da geht's wohin, wo ich nicht hin soll, oder? Wo müssen wir überhaupt hin? Alles was rot ist, sind noch Items, oder? Schätze ich mal. Da ist sogar noch Schatz. Wenn wir gucken. Nee, ist zu. Okay. Wurde das geklärt? Jetzt haben wir ja keine Gegner, die uns am Arsch pappen. Und daher können wir sie mal ganz kurz in Ruhe umschauen. Alles einsammeln. Also das kriege ich nicht auf und das scheinen wir nur mit Ashley aufzukriegen, wenn wir die finden. Und die Kuh ist natürlich gegrillt. So. Schauen, da war in der Demo glaube ich ja Zugang, ne? Schauen wir mal, ob hier oben was ist. Ist auch noch mal das, was einmal war. Oh, was haben wir hier? Eine Halskette. Und so wie es ausschaut, können wir da ein bisschen was einfassen. Ja, habe ich ja kapiert. Das nehmen wir auch noch mit. Da ist auch Zugang. Schau an. Vielleicht kommt man da später doch noch runter. Das werden wir noch rausfinden. Rohstoffe. Okay. Noch eine Handgranate. Okay, was mal. Sind das die Handgranaten? Bin mir nicht so ganz sicher. Nee, das ist die Flash. Das könnte man mal benutzen. Eigentlich ist die da unsinnig. Die da, die tun wir darüber. Und die möchte ich komplett auflösen. Geht es? An die Aufbewahrung, das geht. Okay. Zack. Dann ist die weg. Das Messer geht zur Neige, alles klar.
Da sind noch 4 Schuss drin, aber das ist mir egal. Zur Aufbewahrung und weg. Nein. Jetzt ist bloß drehen und dahin bauen. So, grüne Kräuter haben wir jede Menge. Und was ich noch machen wollte, war hier Schnellzugriff. Aber eigentlich möchte ich... Tauscht das automatisch aus? Sehr schön. So, gucken wir mal, was wir noch untersuchen können. Da ist auch noch was. Da brauchen wir einen Schlüssel. Hab's dich vergessen, oder was? Ganz ehrlich, mit dir haben wir überhaupt nicht gerechnet. Sehr schön, haben wir nochmal eine Pistolen-Munition. Also gut, aus Schränken können wir es auch noch springen. Hat's aber lange ausgehalten, das muss man schon mal sagen. Wir schauen hier nochmal rein. Na schon. Was? Umwerfen? Okay. Was? War da was? Okay. Das war die Leiter. Okay. Da haben wir was. Das ist die Hütte, wo wir dran gekommen sind. Und da ist auch was. Und da liegt noch was unten. Okay. Sollte hier unten sein, aber ich dachte, das hätte ich aufgehoben. Ah, hier. Und Pistolenmunition. Alles klar. Gut, da waren wir ja überall. Da ist noch eine Hütte. Das sind 2 Hütten. Einen Rubin haben wir. Pistolenmunition, jetzt waren wir langsam reich. Zum Speichern. Vielleicht sollten wir die erstmal aus dem Weg räumen. Freunde? Ich frage mich gerade, ob ich den lautlos ausschalten kann. Geh mal weg, du blöde Kuh. Kann das jetzt wahr sein, oder? Cool. Dann ist der schon mal weg. Und mit der blöden Kuh immer noch mal. War jemand drin? Außer der Kuh? Trat ihn nicht um.
Aber schon wieder die blöde Kuh nicht mehr. Hast du was gegen mich oder was? Okay, das zu. Hau doch mal ab. Ich höre auf jeden Fall noch einen. Ich schwör's dir. Ich leg die Kuh um. Okay, da brauche ich einen Schlüssel. Interessant. Da ist zu. Und das? Blauer Auftragszettel. An verschiedenen Orten finden Sie blaue Zettel mit Aufträgen, die Sie auf die Ihre Erledigung warten. Nehmen Sie einen solchen Zettel auf, um den Auftrag anzunehmen. Gefundene Aufträge werden unter Akten abgeheftet. Kampf des Medaillons. Im Gottes Namen kann nicht endlich jemand diese blauen Medaillons beseitigen, die diese Fanatiker überall aufgehängt haben. Auftrag, alle blauen Medaillons zerstören. Gebiet Bauernhof. Belohnung, Spindel 3. Fortschritt 5. Also 5 Stück. Müssen wir finden. Und diese zerstören. Was ist denn hier? Komme ich da rein? Das ist nicht gut, oder? Ich kann das nicht entschärfen, oder? Doch. Interessant. Was zum Geier? Da fehlt ein Rad oder sowas. Das bringt wahrscheinlich erst mal gar nichts. Da komme ich wieder runter. War ich da hinten schon? Da ist... Warte mal. Nee, da war ich noch nicht. Eine Weinkanne, da kann man auch was reinsetzen. Da wartet schon jemand auf mich. Das ist die Scheune, ne? Scheiße. Freund, wer bist denn du? Das ist doch dein Problem. Oh, geh doch weg. Ich hab dich falsch geworfen. Das ist eine Überraschung. Okay, ich sehe schon, ich bin hier falsch. Ciao. Komm die da durch? Ich den erwisch. Verlade, oder? Hör doch mal auf hier. Geh weg. Hier kann wenigstens keiner verhindern, komm mal. Nochmal ein Rubin. Ein Küchenmesser, was will ich mir ein Küchenmesser? Ich brauche ein richtiges Schlachtermesser. Der da war ja ein wenig überraschend. Holy moly.
So, wir haben auf jeden Fall wieder ein rotes Kraut. Das können wir herstellen. Wie war denn das hier? Flintenmunition kann ich herstellen, wegen dass ich da 12 habe. Das machen wir auf jeden Fall, weil Flintenmunition ist wichtiger. Wieder Müll hier. So, jetzt schauen wir mal oben nochmal rum. Und ich schätze mal, Flintenmunition finden wir sowieso. So, wie war das jetzt? Das muss ich ändern, das ist schlecht. Sonst wählt er die Waffen nicht aus, das habe ich vorhin schon festgestellt. So. Das, hä? So, Nummer 1. Und damit öffnen wir den Ausgang. Das ist sehr schön. Die wir natürlich noch nicht betreten. Okay, Nummer 2. Oh, elegante Hüpfer. Und da war doch ein Schloss oder sowas, ne? Okay, das war hier der Ausgang. 3 Medaillone brauchen wir noch. Da ist noch eins. Weiß 2 noch. Hey, warte mal, wir haben doch noch eine Rechnung offen, ne? Du blöde Kudo. Ah, das war für vorhin, du blöde Kudo. So, da geht's raus. Da wollen wir aber noch nicht hin. Okay, Schweinchen. Schau an, da hinten haben wir noch was versteckt. Komme ich da nicht drüber? Nee. Oh. Hey. Jetzt. Sehr schön. Da, das kenne ich doch irgendwie von früher. Oder auch nicht. So, ein Medaillon brauchen wir noch. Was ist denn das da? Das ist normal. Na lecker. Ah, okay, das hätten wir irgendwie verschließen müssen. Aber wie? Wie hätte ich das Zugang sollen? Komm ich da hoch? Nee. Wird es da vielleicht eine Platte irgendwo geben? 5 von 5. Das heißt, wir haben sogar absolviert. Das finde ich doch sehr schön. So, theoretisch müssten wir jetzt praktisch nur noch weitergehen. Und wir haben es. Aber wir speichern natürlich. Wer weiß, was auf uns zukommt. Die war ja hier. Einmal zack. Nochmal zweite Speicherung. Ja, und damit würde ich mal sagen, das war's einmal mit der ersten Folge. War ganz interessant. Dann danke ich mal schön fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ciao.
You see, we are all connected through the Holy Body. When you need only accept the sacred gift. Christ! Like she did. Temperance, child. I've taken the liberty of preparing some entertainment for you. Ah, the entertainment. Without further ado, the gallant knight protects the princess Faye. I'll make it cheap for you. Move! Is it always like this with you? How about you open fire instead of your mouth? Long time no see. Major Krauser? Why? You can't save her. You can't save anyone. What's gonna happen to me? We gotta keep moving forward. We will beat this. Together. Thanks. Then come, Sancho Panza. Let us rescue the Princess Dulcinea. You gotta hurt yourself. Sorry! Bad traffic! Won't you come back to Donald's combo in the hunt again? Ha! Ha! This is kind of fun! Ahead! You're kidding! Ah, yes! The time has come! Like I told you. I'm gonna get you home safe. I'm ready to die, Boogie. Exalt all! Leon! And let it be so! This time, it has to be different.